Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zuletzt geschaut. Unter anderem habe ich mir den Film The Rookies angeschaut. Mila Jovovich ist zwar groß am Cover, spielt aber nur eine Nebenrolle. Ist ein asiatischer Actioner, der im Stile von Jackie Chan und James Bond daherkommt, aber sehr gut anzuschauen. Ober die Top-Szenen, die Laune machen. Ein etwas ernsterer Film ist Hunters Krieg, wo sich ein junges Mädchen, was von A nach B fährt, die falsche Abzweigung nimmt und dann von zwei Hinterwäldlern gejagt wird. Sehr düster, aber gut gemacht. Wenn auf sowas steht, sehr zu empfehlen. Ebenfalls um ein starkes Mädchen handelt es sich in dem Film Run, Hide, Fight. Es ist quasi ein Stirb langsam Rip-Off, was in einer Schule spielt, wo sich ein junges Mädchen gegen einen quasi Terroranschlag wehrt. Ein paar Psychos eine Schule besetzen und diese in die Luft springen wollen. Von den Schauspielern her ist nur Thomas Jane zu erwähnen. Der spielt quasi den Vater dieses Mädchens, aber der spielt nur eine Nebenrolle. Wenn man auf Stirb langsam Rip-Off steht, sehr zu empfehlen. Und ein besseres Stirb langsam gebraucht. Aber eine weitere starke Frau handelt sich bei dem Film The Protégé. Hier ist Maggie Q in der Hauptrolle. Neben Beispiel noch Michael Keaton und Samuel L. Jackson mit. Auftragskillerin, das ist quasi das Kernthema. Sie spielt die Hauptrolle. Ist echt sehr gut gemacht. Tolle Geschichte. Super. Sie ist ein Wahnsinn. Sie sollte viel, viel mehr so eine Actionfilme drehen. Na echt, nicht zu verachten. Des Weiteren habe ich mir auch den neuesten Kingsman angeschaut, der zeitlich vor den anderen Teilen spielt und quasi auf den Beginn der Kingsman hinweist. Hier ist die FSK 16 nicht ohne Grund. Es sind sehr derbe Szenen dabei, sehr brutal zwischendurch, actionreich. Der Film dauert knapp 2 Stunden und erst am Ende hin mit dem Bogen zu den Kingsmen gezogen. Aber anschauen lohnt sich. Und Ralph Fiennes spielt hier die Hauptrolle. Dann habe ich mir einen etwas älteren Film angeschaut, und zwar Collateral Damage mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Ich habe hier das Mediabook von Bretz Media. Schaut auch super aus. Also vorne Blu-ray, hinten DVD. Ich habe die Film damals im Kino geschaut und jetzt zum zweiten Mal wieder angeschaut. Einer der letzten großen eigenständigen Schwarzenegger-Filme, bevor er in die Politik gegangen ist. Mir hat das sehr gut gefallen. Außerdem war ich noch im Kino und habe mir den neuen Batman angeschaut, mit dem Titel Der Batman. Der Film dauert 3 Stunden, aber die vergehen wie im Flug. Der Film ist düsterer als die ursprünglichen Filme und auch düsterer als die Christopher Nolan-Filme. Es ist quasi ein anderer Batman, ein anderer Batman als sonst. Es gibt ja keine Origin-Story, die wir schon zur Genüge kennen. Und hier wird quasi dann Jahr 2 schlägt man quasi ein, als der Batman unterwegs ist, mit der Unterwelt aufzuräumen. Es ist quasi mehr eine Detektivgeschichte. Und gestreamt habe ich auch was, und zwar auf Netflix: The Adam Project mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, Jennifer Garner und Zoe Saldana und Mark Ruffalo in den Nebenrollen. Das ist eine kurzweilige Zeitreisegeschichte. Ich würde einfach sagen, Hirn aus, Action an, und da kann man sich gut unterhalten lassen. Das waren die Filme, die ich mir zuletzt angeschaut habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für die Aufmerksamkeit, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.